So, liebe Freunde, und welcome back zu einer weiteren völlig verpeilten Runde Avorion. Zusammen mit dem Luke. Hallo, Luke. Hallöchen. Luigi, zu deiner Frage gerade eben. Was hältst du davon, wenn du Schiff baust? Mach ich gleich. Dann solltest du auch wieder zurück in die normale Drohne kommen. Mach ich auch. Das habe ich übrigens auch noch nicht geschafft. Gut, ja. Wir wollten zurück in den Ausgangssektor. Ja. Kurze Brechprobe, kleine technische Probleme. Jetzt geht das Mikrofon wieder flöten. Nicht schlecht. So, genau, wir springen zurück in den normalen Sektor, in den Anfangssektor. Dann verkaufen wir ein bisschen Cringe, überweisen es an die Ali, springen wieder zurück. Schönes Ding, das wird funny. Ja, wie gesagt, das hier ist unsere verbündete Allianz, beziehungsweise unser Sklavenstand. Willst du mein Sklave sein? Gegenstände verkaufen, was haben wir denn mehrfach? Was haben wir denn hier mehrfach? Pass mal auf, dadurch, dass wir... Nee, das war richtig. Ausrüstung handeln, Gegenstände verkaufen. Weg, weg, weg. So. Das Gute ist ja, wir haben ja hier noch, ne? Von dem anderen alles so ein bisschen. Das heißt, wir nehmen jetzt diese 9 Millionen Credits und investieren die vernünftig in Salvaging-Geschützsäume. Yay! Aber wir beweisen erstmal der Ali was, so rum. Oh, der ist auch noch gelb. Gelb ist schön. Einzahlen. Wir zahlen die 9 Mille einmal schnell ein. Okay, mittlerweile sind es nur 8 Mille, machen wir 8,5. Und nehmen eine Abkürzung. Das Portal kann ja gerne bestehen bleiben. Ich glaube, das ist zeitlich begrenzt, ne? Ich meine, das ist zeitlich begrenzt. Egal, finden wir raus. Auch wenn es stabil bleibt oder stehen bleibt, ist es egal. Insektorwechsel. Du hast eine Gefahrenzone betreten. Interessiert uns gerade alles nicht, weil wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir unseren Sektor sichern. Und da habe ich auch schon eine Idee. Und nach diesem wunderschönen langen Ladebildschirm geht's dann endlich mal weiter. Dankeschön. Ich bin im Krieg mit den Xotern. Oh, Drama, boah, Drama, Drama. So, Inventory. Ach nee. Doch, Inventory. Passt mal auf. Ich habe eine Idee. Ich habe die Idee. Ah. Assimilation Cube? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich will kein Assimilation Cube haben. Ja, komm, benutzen. Achso. Bam. Wo ist er denn? Da ist er. So, was kann der hier? Der hat zwar alles Eisen, das macht aber nichts. Die Assimilation Beams, die entfernen wir direkt mal. Die wollen wir nicht haben. Und jetzt können wir ihm auch in aller Ruhe sagen, Autopilot, alle Feinde angreifen. Jupp, ich sehe, das hat einer in die Kommentare geschrieben, die Dinger hier im Hangar. Ja. Das erklärt wirklich, warum ich auf einmal Trinium hatte. So, und was sagt unsere Station hier? Unsere Station gefällt das hier gar nicht. Weil die kriege ich direkt auf der Ummel. Ja, bleib doch stehen, du Mistkröte. Und warum? Weil die Xotan auch mit diesen Laserbeam-Waffen durch die Gegend ballern. Was ich jetzt gar nicht mal so unpraktisch finde, ehrlich gesagt.
Das bedeutet für mich aber, wir müssen hier echt schwere Geschütze auffahren. Berghäuser, bla bla bla, brauchen. Danke. Brauchen wir gerade nicht hier. Das kaufen wir doch. Dann brauchen wir noch Geschütze am Kontrollsystem. Das nehmen wir auch gleich mit. Dann sagen wir hier direkt Inventory. So, und dann hauen wir hier noch mal ein paar Geschütztürme oben rauf. Hier noch mal einen hin. Ja, das Ding ist halt, dass sie so geringe Reichweite haben. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Erkennt er das? Tatsache, das erkennt er sogar. Cool. Hier, Reichweite 4,1. 4,1 ist auch cool. Kann er hier zum Beispiel mit hin. So, das Ding setzen wir dann auch gleich mit richtig hin. Und zwar auf die 2 und auf die 2 und auf die 2. Und Auto, Auto, Auto. Okay. Ja, da kommen unsere Ressourcen auf jeden Fall schon mal ran. So kann man die alle ja auch mit Ressourcen versorgen. Ja. Was mache ich hier eigentlich? So, Luki ist wieder planlos unterwegs. Richtig, planlos im Weltall, aber das war abzusehen. Ist ja überhaupt nicht so, ja. So, ja, wie soll ich sagen, in meinem Weltbild, in meinem Verständnis. Zu blöd dazu. Fuchs dich rein. Ich musste das auch alles selber rausfinden. Ich hätte auch kein Tutorial, sich mehr angucken konnte. Ich habe ja zum, ich habe ja zumindest schon mal ein Tutorial gemacht hierzu. Ich habe eine Mod-Erklärung gemacht. Ja, die habe ich mir auch angeschaut. Zur Hälfte. Oder mich angeschlafen. Siehste? Learning by doing, mein Scherz. So. Lange ist erst, kurz ist O. Ich kann da ein paar Torpedos mit reinballern, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Schadenstyp, physischer Schaden, 2,4000. 2,4000 ist auch geil. 2,4K. Okay. 2,4000. Piraten greifen an. Nicht genügend Torpedo-Frachtraum frei. Reparieren. Och du Scheibenkleister, Digga. Die haben mich aber richtig auseinandergenommen. Oh oh. Hab ich noch Geschütztürme? Oh shit. Hm. Yep, das kann sein, dass es uns gleich die Station zerlegt. Bin schon mal drauf eingestellt. Oh, das ist ja blöd. Macht nix. Nö. Bis jetzt schlägt sie sich noch ganz gut. Ausrüstung handeln. Ja, mit Point Defense geschützt und kann nichts anfangen. Pass auf, Freunde. Wir eskalieren jetzt richtig. Wir geben alles. Alles, was wir haben. Wie will ich das hier machen? Nix. Okay. Und dann sagen wir doch direkt Waffengruppen zuweisen. Yep, eindeutig neue Tastaturmuster her. Man merkt es richtig. So. Ja, wenn die Tastatur anfängt rumzuhaken, ist das so ein bisschen blöde. Ich weiß, deswegen habe ich mir auch eine neue geholt. Was ist mit ihm hier los? Macht er da hinten? Müde. Komm doch mal ran auf den Meter, Kollege. Ah, komm, trau dich. Ja, so ist gut, so ist gut. Und jetzt geradeaus. Du schaffst es. Noch ein bisschen, noch ein bisschen.
Ja, du hast es geschafft, sehr schön. Bums und tot. Nicht? Traktorstrahl erfasst, Traktorstrahl ist los. Na toll. Was macht der eigentlich da oben mit der Station? Kriegen die die auch irgendwann nochmal klein? Alter, was ist denn los mit euch? Weißt du was, Herr Kollege? Ganz simpel, ganz klassisch, ganz schnell. Übernimm den Scheiß und dann ist gut. Okay. Alter Falter, da kommen jetzt ein paar Ressourcen ran. Moin! Alles klar, Herr Kollege. So, ich brauche 2000 Eisen. Gut, haben wir das auch. Wir springen wieder zu unserem Unikomplex zurück. Ups. Hallo, Unikomplex? Dann falsche Taste. Und yep, so langsam aber sicher. Sollte ich das Ding mal wieder reparieren? Ich mach's einfach. Einmal zur Station fliegen, kaufen. Junge, Junge, Junge. Der hat aber eins hinter die Hörner gekriegt. Ja? Ja, meine, die Station liegt noch bei 79%. Oh. Also Feuerwerk bei dir. Aber war vom Allerfeinsten, ne? So, wo ist jetzt der Hafen? Da. Eine kleine Hafenrundfahrt. Ja, muss ja auch mal sein. Natürlich. Ja. So, wo bin ich jetzt? Gott, oh Gott, reparieren, reparieren, reparieren. Warte mal. Hätte klappen können. Ja, Freunde, guck grad mal nach. Wir haben heute den 26. Also von 26. und 27. Folgen habe ich jetzt, nehme ich jetzt gerade auf, beziehungsweise eine habe ich schon aufgenommen, eine nehme ich jetzt auf. Und dann werden morgen auf jeden Fall die nächsten Folgen wieder nachkommen. Also wenn ihr irgendwie Tipps und Tricks habt, immer gerne, wie gesagt, rein in die Kommentare. Oder irgendwelche Anmerkungen, Anregungen, immer her damit. Denn kann ich die eventuell, dadurch, dass ich jetzt keine Riesenaufnahme-Session mache, zumindest jetzt noch nicht, kann ich darauf schon mal so ein bisschen eingehen. Wie gesagt, wenn es die nächste große Aufnahme-Session gibt, dann wird das wieder ein bisschen schwieriger. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das gerade alles handhabe, weil aktuell laufen 3 Projekte neben normaler Arbeit auch noch. Ne? Und ja. Einkaufen und Essen muss man ja auch noch, also da muss ich immer so ein bisschen hin und her balancieren. Aber wird schon alles. Alles für euch. Alles für die Community. Was ich mega geil finde, ganz ehrlich. Und das macht auch einen Haufen Laune. Sammel ein den Spaß. Sehr schön. Du? Ah, da hast du Schiff übernommen. Moin. Was machen wir mit dir?
Abwracken. Einfach nur abwracken. Wenn du kaputt gehst, ist es halt so dramatisch. Weil kann ich dich. Ich kann dich nicht löschen, ne? Nee, kann ich nicht. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Gut, das mache ich aber nicht mehr jetzt. Das würde zu lange dauern. Was mache ich mit dir? Mit dir mache ich was ganz Spezielles. Thai-Massage mit Happy Ending. Wow. Kapitanski hat Kommando über Schiff übernommen. Willkommen. So, fest installieren. So, wo ist das Ausrüstungsblock hin? Ich weiß nicht. Da hinten. Ich hab mal eins hergerufen. Ich hab das universelle Ausrüstungsblock hier. So, was haben wir hier an Waffen gekriegt? Wir haben grüne Waffen gekriegt. Das ist schon mal sehr schön. Ha! Geil! Made my day, Alter. Made my day. Hey, komm. Du kriegst von mir Titanwaffen. Woraus besteht das Schiff? Aus Eisen. Das ist so richtig der Tritt in die Schnauze nochmal hinterher. Mega funny. Macht aber nix. Hier Maschinengeschützturm, da Maschinengeschützturm, da Maschinengeschützturm, da ein. Hinten kann auch noch einer ran. Und hier vorne auch. So, und dann brauche ich noch zweimal Eisenabwrack. Ausrüstung, handeln. Nee, warte mal, was habe ich nicht getan? Ich hab gar nichts, ne? Nee, ich hab gar nichts. Kann ich die da nicht mehr reinschmeißen? Nö. Einmal raus. Und wieder rein? Und fest installieren? Ich finde das lustig, dass das funktioniert. Baumodus. Pass mal auf, dich verwandeln wir einfach mal in Titanium-Panzerung. Krass. Da! Da! Den können wir umwandeln. Und den können wir umwandeln. Und den können wir umwandeln. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen gucken. Dass ich eine Möglichkeit irgendwo noch ein paar Punkte kriege, wo ich hier ein paar Abwrackgeschütze mal ranpacken kann. Weil. Oh! Was wollte ich denn jetzt sagen? Weil, beliebige Geschütze bei plus 4. Muss da die Station gedockt sein? Ernsthaft? Der Transporterblock fehlt. Really? Verdammt. Wo hast denn du dein Dock? Hast du überhaupt einen Dock? Nö, hast du nicht. Perfekt. Keine Docks gebaut. Da müssen wir wieder ein bisschen tricksen. Also entweder hat er keine Docks dran oder sie wurden weggeschossen. Eins von beiden. Macht aber nichts. Bin da ja flexibel. Halt, stopp. Das Energie-Upgrade will ich auch noch haben. Haben beruhigt, gerade bei dem Spiel hier. Und dann sagen wir ihm hier einmal das Ding fest installieren, das Ding fest installieren, Baumodus. Und dann kann ich die beiden Abwrackgeschütze mir noch mit ranpacken. Eins hier hin. Wollte ich das andere? Hat er da doch was vorbereitet? Ah, auch da bin ich wie immer sehr flexibel. Eins dahin. So, und dann würde ich sagen. Ein bisschen was geht noch, ne? Ja, kommt. Ein bisschen was geht noch.
Habe ich denn da noch einen? Ich wollte gerne vorne noch einen haben. Ich glaube, den hier hatte ich umgewandelt, ne? Ja. Das Ding kommt mal weg. Der kann hier nämlich noch so ein Titanteil hin. Okay. Was denn? Nee, Schiff flog gerade auf, also die Piraten flogen gerade auf mich zu. Ja. Ich bin aber noch in der Drohne. Ja gut, die Drohne ist natürlich unzerstörbar, ne? Ja, die spielen gerade Ping-Pong. 8 gegen mich. Ja, gut, 3 stehen irgendwie da hinten. Sind fast nur 5. 5 gegen Luki. Aber nur mal so, ein kleiner Scherz am Rande. Weißt du, das Schöne ist ja, das finde ich so gut ausgeglichen, was die Drohne betrifft. Du kannst sie nicht zerstören, aber wenn du beschossen wirst, dann kannst du sie gar nicht wehren. Nicht wirklich, nee. So, ich hoffe nur, der Kasten hier... Oh Gott, der hat ja gar kein... Eieiei. Das hätte ich mir vielleicht vorher mal angucken sollen. Und ich habe auch nichts, was die Schilde hochdrückt. Nö. Perfekt. Okay, aber Autopilot, Wracks verschrotten ist schon mal aktiviert. Bumm, ich hüpfe die Drohne. Ja. Pass auf, du darfst gerne mal hier rohe Erze raffinieren, und zwar alle, damit dein Lagerchen auch wieder leer ist. Güterhandeln? Güterhandeln kann er nicht, ne? Nee, Tatsache nicht. Okay, vielleicht sollen wir auch mit den Borg nicht unbedingt handeln, das kannst du natürlich auch haben. Das kann sein. Machen wir einen auf Toyota, nichts ist unmöglich. So, er hat die Station mittlerweile übernommen. Sehr schön. Ja. Gut, das ist jetzt die Edelmetallmine, ne? Ihr sollt eigentlich... Hier war das, glaube ich, genau. Aktivgüter verkaufen. Du bitte alle Feinde angreifen. Ich habe was Blaues gesehen. Was ist das? Wieso habe ich was Blaues hier? Ah, das ist das Tor. Hm. Gut, haben wir das auch. Sehr schön. Ja gut, liebe Freunde, aber das war's auch wieder mit der heutigen Folge Avorion. Das haben wir auch wieder geschafft. Wunderbar und wunderschön. In dem Sinne, ich mach's kurz und bündig. Ich muss nämlich los. Viel Spaß beim Angucken, oder ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Angucken. Mal so rum, wenn ihr am Ende gekommen seid, macht das Sinn. Und bis zur nächsten Folge von Avorion. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.